Hallo in die Runde, willkommen zum Krieg. Oh, die Aussteiger gegen Österreich-Bayern. Gleich vorweg, ich habe gesehen, dass Österreich-Bayern Mitglieder sucht, wer da Interesse hat und man muss dafür nicht aus Österreich oder Bayern kommen. Der kann sich bei Flussmonster 76 melden. Das Gesuch steht auch unter dem Video von Archon. Wir haben Ausgleichskrieg und wenn ich eine Sache jedes Mal vergesse beim Ausgleichskrieg, dann ist es, den Rigard aus dem Kostüm zu nehmen, damit die Heilung über Zeit eine richtige Heilung ist und nicht weggenommen wird. Das ist einer der Fehler, die ich immer mache und ich vergesse auch jedes Mal, oder nein, nicht jedes Mal, aber häufig darauf zu achten, wenn ich meine eigenen Sachen auslöse, wie lang es bis zum nächsten Reinigen ist. Ungeachtet dessen gehen wir direkt in den Kampf rein. Erster Kampf, Reste. Unspektakulär. Wenn der Tank raus ist, dann kann man das machen. Da gibt es nicht viel zu sagen. Ghosten Schaden machen. Und jetzt ist es ja so, dass es, ich bin mir ziemlich sicher, dass es vorher anders war, seit sie das mit den Effekten geändert hat, dass die erste Gegner auslösen, nachdem gereinigt worden ist. Und das werde ich noch ein-, zweimal verkacken. Hier hätte das auch nicht sein müssen. Ich bin da noch in dem alten Modus drin, dass Vela erst hätte auslösen müssen, dann würde gereinigt werden. Und das haben sie ja, wie gesagt, geändert gehabt. Die Effekte werden ja jetzt anders verrechnet und es hätte deutlich nicht so knapp sein müssen, wie es dann geworden ist. Kann man einfach mal so stehen lassen. Ja, Fehler Nummer 1 und später im Kampf gegen Elfriede werdet ihr das noch häufiger sehen. Das war eine schöne Kombo, nur leider nicht die Farbe, die ich gebraucht hätte. Ist aber egal, am Ende schlecht gespielt und trotzdem gewonnen. Ich meine, ich brauche nur noch ein Steinchen und Jabberwock erledigt das. Und ich weiß gar nicht, ob das der große oder der kleine Jabberwock ist. Den ich da genommen habe. Aber oh, es war der kleine. Mit nur 348 war es der kleine. Ja, das waren die ersten 46 Punkte. Insgesamt habe ich 250 Punkte eingefahren. Ja, deutlich mal ein Team, was mehr Stärke hat. Ansonsten kämpfe ich ja eher mit Teams, die weniger sind. Frick finde ich immer toll, wie gesagt. Ich greife eh gerne mit Grünern und dann nehme ich ihr die Steine. Blöd ist es halt nur, wenn sie auch noch Odin daneben stehen haben. Das wird nämlich dann schon enger. Ja, der Plan ist eigentlich, Rigard nicht anzuspielen, damit die Heilung nicht auslöst und Isania vorher rauszunehmen. Das ist ein gutes Ziel für Domitia. Der kann das weg. Und hier gehe ich dann den Weg des geringsten Widerstandes und nehme direkt Domitia raus, damit ich dann die drei lila Steine direkt ghosten kann und damit lila geladen habe. Hier habe ich mal dran gedacht, zumindest ne, beim Gegner denke ich dran. Ich weiß, es wird gereinigt, deswegen wird Jabberwock jetzt erst ausgelöst. Aber an den Kriegsausgleich denke ich halt so gut wie nie. Das Video kommt übrigens deswegen so groß raus, weil ich heute auf dem Geburtstag meines Neffen bin und dementsprechend das Handy nicht andauernd in der Hand haben will. Das rächt sich dahingehend, dass ich meine Angriffe heute Morgen relativ früh rausgehauen habe. Normalerweise eigentlich lieber gern gewartet hätte, aber ich möchte nicht andauernd das Handy am Geburtstag in der Hand haben. Dementsprechend musste das heute mal sein und da wären sicherlich mehr Punkte drin gewesen, hätte man gewartet und nur Reste gemacht.
schläfrig. Ah, das war jetzt der große Jabberwock. Ja. 3-7 gegen 4-6. An sich, die Strategie fand ich war gut. Ich habe zwei Leute, die das, die verhindern, dass das Mana, dass der Gegner seine langsamen bzw. sehr langsamen Helden zündet. Genügend Steine kamen auch. Es ist aber, wie ich eben schon einmal gesagt habe, es kommt der Punkt, wo ich einfach verkackt habe. Hier hätte man auch das Rot-Match erst machen können und hätte dann nächste Runde den Vierer Lila gehabt. Den habe ich aber gerade auch erst gesehen. Hier wird jetzt, auch wenn zwei Zügen ausgelöst, trotzdem Proteus einmal drauf gemacht. Das hat folgenden Vorteil: Ich kann in der Mitte gleich Rot-Blau wegspielen und einmal direkt in die Vollen gehen. Hätte man mal machen sollen. Ich dachte, ich hätte es gemacht. Da würde ich sagen, es ist wieder mal ein Fehler gewesen. Ich will nicht, dass Heimdall auslöst. Aber dank Tellurias Mana-Debuff hat es ausgereicht. Und jetzt habe ich wieder verkackt. Ich dachte nämlich schön, okay. Alles super, Alfric löst aus und danach wird es gereinigt. Aber es wird ja erst gereinigt. Und dann löst Alfric aus. Aber auch das ist alles noch nicht schlimm. Also das Spiel ist noch vollkommen offen. Und ich finde, das Ergebnis, was am Ende da steht, ist auch mehr als gut. Natürlich kommt jetzt hier eine Mega-Kombo, da kann man nichts anderes gegen sagen. Zum Glück kommt die Kombo allerdings nicht in den Farben, die ich habe. Ansonsten hätten sich die hier gegenseitig gekillt. So kann ich zumindest ein bisschen was retten. Rüstungsbuff hoch, nochmal durch die Raben, 350 Lebenspunkte drauf. Da löst Alfric natürlich nochmal aus, wird aber dann direkt gereinigt im nächsten Zug. Ich kann natürlich jetzt nicht Lila auslösen, den Lila Diamanten würde ich gerne auslösen. Muss jetzt irgendein Match finden, was nicht so böse ist und entscheide mich dann, glaube ich, dann für das gelbe Match. Jetzt wird es runtergenommen und jetzt kann ich dann Lila auslösen. Leider zwei Auto-Attacks und dann ist Merlin weg. Ich hätte es eigentlich gern gehabt, wenn der noch überlebt hätte, eine Runde. Dann hätte das Ergebnis vielleicht am Ende nochmal anders ausgesehen. Ja, ich brauche eigentlich die Lebenspunkte, habe es aber verkackt, hier definitiv oben drauf zu achten, das weiß ich. Ist mir im Nachhinein auch aufgefallen. So konnte es nicht mal ticken. Das war besonders schlimm und war einfach nur vergeudet. Das blaue Match rechts über dem Drachenschild würde eine Combo auslösen, habe ich natürlich nicht gecheckt. Wäre aber auch egal gewesen, Telluria hätte es nicht gerettet. Und jetzt ist die Frage, kriege ich irgendwie noch was mit? Leider kommt jetzt ziemlich viel Grün. Zum Glück ist Freya ja auch noch Druidin und dementsprechend sind da wieder Lebenspunkte oben. Aber das kann natürlich nicht ewig so weitergehen. Für 700 Punkte weniger, um mehr als 700, ja, 850 und dafür, dass ich es zweimal verkackt habe, war das ein ganz gutes Ding. Wenn ihr auf die Uhrzeit guckt, stellt ihr fest, ich bin direkt weitergegangen, habe direkt heute Morgen meine Angriffe gemacht. War mir nicht sicher, ob ich aufgenommen habe, deswegen bin ich da nochmal drauf gegangen. Und habe dann weitergemacht.
Ich hoffe, ich sehe die 4-3er-Kombo. Und ich habe sie mir kaputt gemacht. Na gut. Mir fällt gerade auf, wäre egal gewesen, weil ist eh nicht meine Farbe. Ureus in der Verteidigung, kann ich schon mal sagen, ist böse. Der wird zweimal auslösen und wird mir zwei Leute wegsnacken. Der Ausgleich kommt, ich möchte Sif nicht zünden. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob ich es gecheckt habe oder nicht. Ich glaube, ich habe es gecheckt, ja. Jetzt wird gereinigt, dann kommt Sif hoch. Und dann mache ich hoffentlich die 3-Gelb-3-Blau-Kombo in der Mitte. Das hat Bumm gemacht. Leider reicht es aus, dass der trotzdem dann das Mana gibt, was ich echt unfair finde. Weil damit hat Ureus nochmal ausgelöst und hat mir Sonja weggenommen. Bei dem wenig Grün konnte ich Frick auf jeden Fall auslösen. Das ist absolut unschädlich. Ich habe da noch Heilung drauf. Alles ist fertig geladen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Stein unter irgendwas, was Schaden macht. Das Problem ist, das kommt nicht so richtig. Aber ohne Ende Kombos. Das Board wird ordentlich durchgeschüttelt. Und jetzt habe ich ein bisschen was stehen. Dann kann ich direkt die gelben wegspielen und Schaden machen. Heiler sind zum Glück nicht mehr da. Hier habe ich den Fehler gemacht, wird gleich weggenommen. Das ist halt der Ausgleichskrieg. Ich verchecke es immer und immer wieder. Das ist nur ein zusätzliches Element, auf was man noch achten muss, aber das, na. Ich habe früher bei World of Warcraft auch länger gebraucht, bis ich die Bosse auf Hard dann drauf hatte. Selbst wenn sie nur zwei oder drei Fähigkeiten dazu bekommen haben, ist es halt nochmal mehr, wo man im Eifer des Gefechts drauf achten muss. Das ist nicht meine Spielstärke. Ich werde auch nie ein guter Spieler sein und das ist auch vollkommen okay. Aber ich kann zumindest meine Fehler analysieren und ab und an denke ich ja dran. Das war, wenn ich vergangene Ausgleichskriege anschaue, ja, schon deutlich schlechter. Und eine gewisse Steigerung ist da, aber perfekt werden wird das definitiv nie. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Ding, 700 Punkte Unterschied. Der Gegner hat in der Mitte zwei Heiler stehen. Man achte mal, das war ein rotes Match. Das war das zweite rote Match. Und jetzt ist eigentlich alles gesagt, man kann sich den Rest dieses Kampfes sparen. So viel sei dazu gesagt. Ist ein bisschen spärlich gesät. Hier grün und lila, kein Thema. Jetzt geht es hier allerdings nur darum, so viel Schaden, ja, nicht Schaden, sondern Steine zu schieben, damit hier viel bewegt wird. Kata ist nicht besonders bösartig in der Verteidigung. Zwei schnelle Außen, okay, die brauchen aber, bis sie geladen sind. Die brauchen auch ihre 7, 8 Steine, 8, 9 Steine, je nachdem, was für Truppen drauf sind. Und dementsprechend ist das eigentlich, hat man da genügend Zeit, wenn denn ein paar Steine kommen, dass die sich heilen und buffen in der Mitte im Ausgleichskrieg, das ist vollkommen egal, da passiert ja nichts. Bäm, Nebel weg. Und Nebel war eigentlich Spiel der Schlüssel dafür. Die sollte Nebel in die Mitte drauf machen, sodass Sula gar nicht zum Auslösen kommt. Und ja, ob die sich da buffen oder ob da jetzt diese zwei Mini-Minions stehen, das ist vollkommen egal. Das ist nicht schlimm. Da hätte ich zwar den Diamanten machen können. Keine Ahnung, wieso ich ihn nicht gemacht habe. Cho raus. Der sollte Mana klauen von der Mitte raus. Jetzt kann ich wenigstens
das dritte Match machen. Ich kann meine roten komplett auslösen, aber jedem ist bewusst, dass hier schon Feierabend ist. Und vor allen Dingen wird es gleich disbelt. Hier war ich halt einfach dann gefrustet, war froh, dass ich endlich mal was machen konnte und habe es einfach vercheckt. Also im Endeffekt, ob da jetzt nur der Schaden drauf war oder nicht, war vollkommen egal. Da passiert auch nicht mehr viel. Spätestens jetzt hätte ich eben fliehen können. Es war klar, dass hier nichts mehr geht. Hätte man machen sollen. Aber jetzt kommen halt die Matches, ne? Sowohl in Gelb als auch Rot. Das hätte sicherlich anders ausgesehen. Wäre ich da eben geflohen vor dem Heal-Auslösung, hätte ich auch mehr als 3 Punkte geholt in dem Kampf. Und so ist es auch eigentlich dann ja, egal gewesen. Am Anfang ein bisschen was zum Spielen und das hätte besser werden können. Ja, und dann haben wir nochmal den Rest. Da seht ihr es auch oben, 3 Punkte. Gelb-Blau. Mit Gelb-Blau bekämpfen, wenn Telly dabei ist, ist eigentlich keine gute Idee. Aber es war das Beste, was ich noch hatte. Und vor allen Dingen diese Kombi aus dem Schwein, also Busti, Nebel und dem Triton, finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Da der Gegner Minions beschwört mit Telly, habe ich den Hauptmann dabei. Den brauchte ich gar nicht mehr. Und dann kann man jetzt einfach in die Vollen gehen und den Diamanten auslösen. Es hätte schlimmer können, der, dessen Namen nicht genannt wird, oben links in der Ecke, hätte ohne Kostüm da stehen können. Aber auch so habe ich schon diesen Moment, der mich an, der dessen Namen nicht genannt wird, definitiv erinnert. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Gereinigt, Grimm, Schaden. Aufstehen zum Ersten. Aufstehen zum Zweiten. Aufstehen zum Dritten. Ich finde, dreimal hintereinander aufstehen, ich glaube, was ist die Chance? 20% oder sogar weniger, finde ich es einfach zu viel. Es war zwar unschädlich, aber trotzdem. Ja, das war der Krieg für mich. 250 Punkte, ich glaube, 253 Punkte waren es. In diesem Sinn verabschiede ich mich. Denkt dran, Österreich, Bayern sucht Leute, melden bei Flussmonster76 über Line. Und dann euch deutlich bessere Boards im Krieg, als ich sie hatte. Und noch einen schönen Sonntag. Genießt das schöne Wetter. Macht's gut. Tschüss.